Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Auto-Scout-Video in Inazuma Eleven 2 Feuchtsturm. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich einschlagen wie eine Bombe, denke ich, hoffe ich. Und zwar geht es natürlich um Gazelle, wie man ihn natürlich bekommt. Ein Auto-Scout zu Gazelle, den Kapitän von Diamond Dust. Auch hier nochmal, ja, wenn ihr meint, ich habe aus Diamond Dust nicht die richtigen Spieler rausgepickt, sondern hol den und den lieber, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr sogar noch sagt, oh ja, du hast den, ich habe die Playlist durchgeguckt und denke mir so, du hast den und den Spieler noch gar nicht angeworben. Ja, dann schreib es doch bitte in den Kommentaren, damit ich das nachtragen kann. Damit die Reihe jetzt nicht so weit ausstirbt. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch aus, genau, ihr müsst natürlich auch noch aus Prominenz Spieler rausschreiben, welche ich unbedingt anwerben muss. Wenn nicht, dann werde ich auch wieder das Gleiche machen, dass halt der Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld und natürlich der Kapitän bleibt auch Stürmer. Dass ich das dann auch, ja, dann mache ich das Gleiche wie hier. Dann ist es halt so. Und dann wird noch ein Spieler noch kommen in Inazuma Eleven 2. Eine aus dem bekannten System. Und ja, das ist so die Information, die ich erstmal mitgeben möchte. Und dann denke ich mal, fange ich auch langsam an mit den EA 3 Auto Scouts. Ich werde aber dazu noch einen Community Tag reinschreiben, welche Mannschaft oder beziehungsweise wie ich anfangen möchte. Das heißt, bleibt lieber offen und schaut gerne mal öfters dort rein. Oder ich werde es auch im Discord einmal anpinnen, damit ihr Bescheid wisst. Gut, wir holen uns jetzt Whitingale, a.k.a. Gazelle. Das ist doch der Einzige, der gerade einen Namen bekommen hat, ne? Genau. Und der kostet gar nicht so viel. Also 220 geht eigentlich. Muss ich sagen. Ich dachte, der wird teurer. Ja, Straße im Fujiwald, das ist ja nicht ja, das Gleiche. Ihr seht, ich habe was umgeändert am Team. Liegt daran, dass er nämlich eine Voraussetzung hat. Und dazu kommen wir gleich. Aber erstmal hier die Karte von Gazelle, wo man ihn findet. Ja, ist ein recht leichter Weg. Kann man sich... Oh, geht eigentlich. Mal legen wir los. Ich hoffe, es funktioniert. Also, wo ich immer nachsehe, steht nämlich, dass man einen Spieler braucht, was eigentlich auch logisch ist eigentlich. Ich denke mal, in Prominenz bei Torch ist es genau andersrum, weil die Präsenz hier in Eisturm ist ja auf Frost gelegt und ja. Und in Feuersturm ist es ja Axel. Obwohl ich eigentlich finde, dass Axel ja schon in Teil 1 schon die Präsenz bekommen hat. So, jetzt müssen wir hier einmal abbiegen. Und hier oben soll er sein. Und er steht auch direkt da. Hallöchen, Gazelle. Wie geht es dir? Ah, die Raymond-Elf. Ich habe euch erwartet. Du willst also, dass ich mich euch anschließe. Nun, du hast auf jeden Fall ein Auge für gute Spieler. Mich interessiert allerdings zuerst einer deiner Mitspieler, Sean Frost. Er spielt angeblich wie ich. Ich muss herausfinden, ob ich besser bin als er. Wollen wir das ein für alle Mal klären? Jo. Verzeih, aber wenn Frost nicht in dein Team ist, wäre ein Spiel gegen dich eine die reine Zeitverschwendung. Genau, man braucht nämlich Frost. Ich wollte es nämlich extra so machen. Gucken, was er nämlich sagt. Und ich denke mal, dass Torch nämlich das gleiche zu Axel sagt. Also, es wird 1:1 sein. Also zumindest so ähnlich. Ich habe gewartet. Frost. Ja. So gefällt mir das. Auf geht's. Dir ist bewusst, dass du zuerst den Ball erobern musst, bevor du gegen uns punkten kannst, oder? Die Roman-Elf ist sehr beeindruckend.
Du, Sean Frost, hast außergewöhnlich viel Talent. Es wäre mir eine Freude, wenn ich euch helfen könnte. Oh, es ging einfacher als gedacht. Also Beluga war ja sogar schwieriger anzuwerben, finde ich. Aber Gazelle ist ja easy. Zwei Dinger und dann ist er schon da. Gut, wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Spiel wieder. Also bis dann.